Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht wieder so genuschelt am Anfang. Ja, mir geht's im Moment richtig, richtig gut und weil es mir so gut geht, hatte ich jetzt heute mal wieder richtig Bock, was aufzunehmen. Und ja, deshalb sind wir jetzt hier, ne? Ihr kennt ja mein Motto, man muss auch Lust haben zum Let's Playen. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen einfach nicht mehr so viel Bock dazu, hatte aber auch noch genug Parts, um sie hochzuladen für euch, weil ich schön vorgesorgt hatte für die letzten Male und deshalb ist das jetzt alles nicht ganz so tragisch gewesen. Deswegen kann ich es mir auch mal erlauben, ein bisschen Pause zu machen zwischendurch. Das wollte ich jetzt eigentlich nur damit sagen, zwischendurch, ihr wisst schon. Okay, jetzt kommen wir einfach mal zum Spiel. Ihr seht, ich spiele schon die ganze Zeit nebenbei. Wir sind, wie ihr euch erinnert, immer noch in der Ampere-Ebene. Und ich habe gerade Level 20 erreicht. Yay! Woo! Okay, das, so gefällt mir das, wenn ein Part so losgeht und man direkt das... Glut ist leer. Okay. Kann man nichts machen. Wenn man direkt am Anfang des Parts ein Level steigt, ne? Das ist doch immer nicht schlecht. Stirb, Dodri. Ja, ich habe sogar recht gehabt. So. Eine coole Box. Ich sehe, meine Tasche ist voll. Ich bin jetzt gerade zu faul, meine Tasche auszuräumen und auszusortieren. Deswegen fuck off die ganzen Items, die hier... Nein! Rumliegen, eine Stolperfalle. Halt, das ist meins. Hellblau. Alter! Was willst du von mir? Scheiß Stolperfalle. Im Ernst, ey. Jetzt darf ich die ganzen Sachen wieder dran machen. Ich glaube, es hackt hier. So, ein Kraftband für Alex. Ein Kraftband für Smetbo oder Girafarek? Okay, nehmen wir Smetbo. Und ein Hellblauband. Ach, wir haben ja noch ein Kraftband. Sehe ich gerade so. Okay, dann ist das Kraftband noch für Girafarek, unser neuestes Teammitglied. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Ampere-Ebene und sind gerade auf der Mission, Azurils Schwimmreif zurückzuholen. Weil ja diese bösen, bösen Typen von Team Totenkopf das irgendwo hier in der Ampere-Ebene anscheinend versteckt haben, ne? Und, ich bin jetzt gerade total im Kreis gelaufen. Aber egal, so muss das sein, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig, ne? Ach, ich habe heute so gute Laune. Ich glaube, ich werde heute alle meine gute Laune in dieses Let's Play stecken. Soweit ich das kann. Wie hieß es nochmal? Ich weiß es, aber ich weiß es, mir fällt es gerade nicht ein. Ampharos, genau, Ampharos. Ein Ampharos. Gott, es regt mich auf. Ich habe schon wieder kein Dingens mehr. Alex erreicht Level 20. Ich habe schon wieder keine Glutattacke mehr. Das ist doch echt nicht zu glauben. Mein Gott. Oh, Girafarek erreicht Level 19. Girafarek soll... Okay, mal gucken, was wir haben. Psystrahl, das ist geil. Dann machen wir dieses scheiß Krafttausch mal weg. Ja doch. So. Psystrahl ist, glaube ich, Verwirrung, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder verletzt es auch? Kann auch sein. Werden wir nachher dann irgendwie schon feststellen. So. Ich habe gerade keinen Bock, meine ganze KP runterzukriegen. Deswegen verwirre ich dich mal kurz einen Moment und mach dich dann so kalt. Das ist die beste Art, einen Gegner kalt zu machen. Hehe. Mit meiner coolen Konfu-Strahl-Attacke. Ja, Dodri, da guckst du, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich noch Dingens, hier AP-Heiler oder wie ist es? Genau, Scheiße, wie hieß das Ding jetzt nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall das, womit ich den, die AP wieder auffüllen kann. Das ist irgend so ein Trank. Mir fällt gerade echt der Name nicht ein. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Ach ja, egal. Und da ist die nächste Treppe. Ach, scheiß auf die ganzen... Halt, das Geld will ich schon haben. Tatsächlich. Psystrahl ist die Verwirrungsattacke. Das ist sehr gut gleich für den Bosskampf, auf den wir uns zubewegen. Und den wir jetzt ausführen. Okay. Oh, was ist das für ein bedrohlicher Ort? Wow! Das ist unglaublich. Es sieht so aus, als wenn hier jederzeit der Blitz einschlagen kann. Am besten verlassen wir diesen gefährlichen Ort so schnell wie... Huch! Dort drüben! Ist er das, Sarah? Der Schwimmreif? Sehen wir uns das genauer an. Weshalb seid ihr hergekommen? Das ist unser Revier. Hier ist jemand. Verstecken wir uns, Sarah.
Fällt doch überhaupt nicht auf. Hehe, ihr wollt euch also verstecken? Wie niedlich. Schon gut. Um ehrlich zu sein, wären wir eigentlich recht dankbar, wenn ihr so weitermachen würdet. Wir schleichen uns so nah wie möglich heran. Hä? Alles klar? Machen wir sie fertig. Oh, nicht so. Wenn wir hier bleiben, ist es vorbei. Wer bist du? Zeig dich. Hahaha, mein Name ist Voltenso. Ich bin der Anführer dieser Fritzelblitz. Das finde ich ganz interessant in Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Das hatte ich ja hier vorgespielt. Ja, da waren das keine Voltenso und Fritzelblitz, sondern unsere Gegner waren Luxtra und ganz viele, keine Shinux, sondern die Weiterentwicklung davon. Glaube ich zumindest. Die Weiterentwicklung von Shinux, was ist das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Egal, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wenn es wirklich einfällt, sage ich es nochmal. Okay, weiter machen wir jetzt einfach weiter mit der Story. Wow! Nun, macht euch bereit zu kämpfen! Okay. Gott, die Weiterentwicklung von Shinux. Shinux? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut, Girafarik. Da hat Girafarik mal sehr gut reagiert jetzt gerade am Anfang. Gut, dass er, sie, whatever, jetzt den Dingensstrahl darauf hat. Denn so viele Gegner wie möglich zu verwirren und was auch immer, das ist immer am besten. Ja, wenn Smetbo stirbt, ist das nicht ganz so tragisch. Ich gehe da mal direkt auf Voltenso, ne? Obwohl es eigentlich klüger wäre, zuerst die ganzen Fritzelblitz zu killen. Ja. Okay, nein, das hatte ich jetzt gerade nicht vor. So, ich will das da anvisieren, genau. Dann kann ich nämlich erst das da platt machen. Also meine Strategie, was... Das ist gerade gut, dass die alle Verwirrungsattacken drauf haben. Muss ich jetzt gerade echt mal sagen. Scheiße, okay, ein Belebersamen ist weg, aber egal. Ich hätte zuerst Fritzelblitz angreifen sollen, ich doofe. Das ist... Sehr gut. Wow, geil. Was macht's mit, Bruder? Das war jetzt richtig, richtig gut. Ich muss gerade ehrlich mal sagen, was für ein starkes Team ich habe. Wenn ich daran überlege, wie ich bei den ersten... Wenn ich das hier sonst diese... was wollte ich jetzt sagen? Wenn ich diesen Kampf sonst gemacht habe, wie ich da immer verreckt bin und abgekratzt die ersten Male. Bis ich dann irgendwann so eine Technik hatte. Und Voltenso ist platt. Alter, was ist heute los? Warum bin ich so gut? Okay, dann verwirren wir das jetzt mal einmal, damit, ja. Okay, hätte jetzt auch nicht mehr nötig. Alter, wie geil! Wie geil! Wir machen die so richtig platt. Geschafft. Das war jetzt sowas von einfach. Also, ihr seid live dabei gewesen. So einfach war ich bei diesem, also bei dieser Bosskampf für mich noch nie. Das war jetzt heute echt das erste Mal, wo ich da einfach so durchgerusht bin. Ihr wagt es. Warte eine Sekunde. Wir sind ganz ehrlich nicht hier, um euch euer Revier streitig zu machen. Genug, nehmt das. Wow! Stopp! Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollen euch euer Revier nicht nehmen. Zwirfinst? Du, wer bist du? Ich bin Zwirfins, der Erkunder. Voltenso, du hast jedes Recht, so wütend zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber jedem Eindringling ist nur natürlich. Dieser Ort ist eure Zuflucht, ein Ort, an dem ihr Trost findet. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Sie sind hier unerlaubterweise eingedrungen, aber ohne schlechte Absicht. Sie wollen euch nichts Böses. Wir werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaubt mir. Voltenso. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwirfinst. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses? Also gut, ich glaube dir, Zwirfinst. Ihr solltet etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Kommt. Das war diesmal sehr, sehr einfach. Puh. Vielen Dank, Zwirfinst. Du hast uns gerettet. Aber wer war das? Eine Gruppe aus Voltenso und Fritzelblitz. Sie sind ein Nomadenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist.
Sie ziehen umher auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Und die Ampere-Ebene wird um diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht. Hier fühlen sie sich wohl, also halten sie sich um diese Jahreszeit in der Ampere-Ebene auf. Doch tragischerweise wurden sie hier einst überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden mussten. Seitdem reagiert die Gruppe um Voltenso sehr empfindlich auf Eindringlinge. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, dann greifen sie sofort an, aus Angst, selbst angegriffen zu werden. An einem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe um Voltenso. Oh, jetzt verstehe ich. Darum waren sie so angriffslustig. Kein Wunder, dass sie uns nicht zuhören wollten. Oh, ich habe etwas vergessen. Ich habe vorhin dort drüben den Schwimmreif gesehen. Er ist hier, das ist er. Zwirfinst, ist das der... Es besteht kein Zweifel. Das ist mit Sicherheit der Schwimmreif. Wirklich? Wir haben es geschafft. Bringen wir das Item sofort zurück zu Merrill und seinem Bruder. Etwas verstehe ich aber nicht. Wie ist der Schwimmreif hier gelandet? Ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand absichtlich hergebracht hat. Dieser jemand wusste, dass ihr letztendlich an diesen Ort kommen würdet. Die Tatsache, dass Voltenso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Jemand hat den Angriff von Voltenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgekartetes Spiel. War das nicht eure Absicht? Ihr hinterlistiges Pack? Was? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck herauskommt und euch zeigt. Tschahaha, du hast es also die ganze Zeit gewusst. Dann müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Wie kommen die da jetzt auf einmal so hin? Die standen da doch die ganze Zeit nicht. Gott, das ist wieder dieser Realismus in diesen Spielen, ne? Also, ne. Hey, ihr Gauner, wart das? Wohoho. Hehehe. Tschahaha. Und hier sind sie auch noch stolz drauf, ganz im Ernst, ey. Sie sind stolz darauf, erwischt worden zu sein. Ja. Also wart ihr es, aber warum? Wohoho. Wir haben darauf gewartet, dass ihr von Voltenso zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen und euch den Rest geben. Hehehe. Aber wir haben nicht gedacht, dass dieser Typ sich einmischt, so. Aha, sollen wir die Sache erledigen? Tschaha, sicher, wenn es nur um Team Feuerblitz wäre, mit denen werden wir problemlos fertig. Aber gegen den weltberühmten Zwirfinst, das ist eine andere Geschichte. Machen wir uns aus dem Staub, Jungs. Ja. Ja, ich wollte gerade jetzt lesen, was da stand, aber es stand ja nur Smuggern und Zubat und ach, egal. Widerlinge, das vergesse ich diesen Halunken nie. Sie sind schnell, wenn es darum geht, sich aus dem Staub zu machen. Ich fürchte, wir vergeuden nur unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Ich finde, wir sollten den Brüdern jetzt ihren Schwimmreif zurückbringen. So ein edler, edler Typ, nicht wahr? Nein, ich will nicht speichern. Oh wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke, wirklich. Ihr habt damals Azuril gerettet und jetzt das. Ich weiß nicht, wie wir euch jemals danken können. Aber wirklich, danke. Oh bitte, ist schon okay. Wenn ihr jemandem danken wollt, dankt dem großen Zwirfinst. Wäre Zwirfinst nicht da gewesen, wären wir jetzt nicht hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwirfinst. Nicht der Rede wert, ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmreif wieder habt. Ich muss schon sagen, es sieht dem großen Zwirfinst sehr ähnlich, so bescheiden zu sein. Und ich muss sagen, dass auch Team Feuerblitz großartig war. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azuril gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist. Und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azuril angeht, müssen wir etwas gestehen. Es wäre toll, wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie du gesagt hast, Kecleon. Aber ganz so war es in Wahrheit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azuril sich befindet. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Oh, ach ja. Vielleicht wird der große Zwirfinst wissen, was all das zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle. Und dann sieht oder hört mein Partner Ereignisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Was? Nun, das ist der dimensionale Schrei. Was? Zwirfinst, was weißt du darüber? Wenn das so ist, sollten wir den großen Zwirfinst fragen, ob er noch mehr weiß. Nach was sollten wir fragen? Oh, ach ja, nach meiner vergessenen Vergangenheit.
Schon vergessen. Es ist doch okay, zu fragen, Sarah. Zwirfins, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. So, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt eine gute, Stelle, um den Part zu beenden. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Und bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.